Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Das letzte Mal kam ich wieder weiter in London und war dann ab einer bestimmten Stelle ein bisschen verzweifelt gewesen, bis ich dann rein zufällig den nächsten Weg, also wie ich weiterkomme, entdeckt habe. Und zwar, wo das Feuer war. Eigentlich wollte ich zuerst nicht da reingehen, also da nach unten gehen. Aber sie ist dann irgendwie reingeflogen, dann habe ich gesehen, oh, da ist ein Weg. Und dann bin ich zum Schluss in diesen Lüftungsschacht reingegangen. He's dead. Oh Gott, jetzt ist mir warm. Bevor ich den Schalter aktiviere, schaue ich erstmal mich ein wenig herum. Ich lass mal lieber die Waffe gezogen. Falls doch jetzt irgendwelche Gegner kommen sollten, wie das letzte Mal die Ratten im Lüftungsschacht, wo ich mich zu Tode erschrocken habe. Wasser. Ausgerechnet jetzt, wo mir warm ist, kommt Wasser. Weiß nicht, es sieht gefährlich aus. Da kann ich hin. Da auch. Gut. Man kommt dann wieder nach oben. Ich wollte nur gucken, ob das da nicht mehr funktioniert. Sterbe ich gerade vor Wärme. Was haben wir hier? Ein Fahrstuhl. Verschwindefliege. Der mich tötet. Oh, hat gerade gejuckt. Also runterklettern kann ich schon mal nicht. Oh, das ist warm. Hä? Hä? Was war das denn jetzt gerade? Gut. Dann gehe ich jetzt in das Wasser rein, um zu gucken, ob das wirklich gefährlich ist oder nicht. Ich wollte nur noch mal testen, ob man wirklich noch das da oben erreicht. Oh, was ist das für ein Geräusch? Also ich werde nirgends hingezogen, wie ich feststelle. Es ist auch nichts im Wasser. Gut, dann gehe ich jetzt mal zum Schalter. Denn der muss ja irgendwas jetzt aktivieren. Jetzt kommt's, das war kein Schalter.
Oh. Ich traue das irgendwie nicht. Och Mann, Mädchen, hör auf, rückwärts zu spammen, wenn ich nach vorne drücke. Das nächste Mal geht es mit Zeit oder sonst irgendwas oder ein gefährlicher Gegner ist im Wasser oder sonst irgendwas und du stirbst. Reiß dich doch einfach mal einmal zusammen. Die sind in der Tat nichts. Okay, ich verstehe das hier nicht. Ist hier vielleicht irgendwo ein Geheimnis und ich muss es irgendwie mit einem Rätsel lösen oder? Was ist das da unten? Alter. Ist das normal? Das Geräusch? Okay, irgendwo ist, glaube ich, ein Hebel. Yay. Ah ne, ich glaube da drin ist ein Ventilator, kann es sein? Dann würde es natürlich Sinn machen, wenn die ganze Zeit so ein Geräusch kommt. Aber dennoch, wie löse ich das? Hä, was war das denn jetzt? Oh, Alter. Kannst du dich doch einmal zusammenreißen? Ha!
Das sieht so aus, als könnte man das verschieben. Aber nein, jetzt sehe ich das auch. Dass es nicht funktioniert. Hallo? Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal ist die Kopfchen oben, aber... Ach, egal. Hier ist auch Wasser? Miep! Da ist ein Hebel. Da ist noch irgendwas auf dem Boden. Ja, bitte nimm das auf. Oder wartest du, bis deine Luft knapp ist? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Aber wieder mal verstehe ich nicht, wo kommt wieder das Wasser her? Ernsthaft, ich muss erst die beiden G-Tasten verwenden, damit sie mal nicht stehen bleibt. Damit sie auch besser um die Kurve geht. Hier, wie ihr seht. Ich möchte nur was gucken. Ja, damit du auch normal läufst. Das Positive gleich hier ist, dass ich nicht sofort reingezogen werde, aber ich weiß trotzdem nicht. Wie man weiterkommt. Ja. Weil du sonst zu blöd bist. Mann, ich sehe nichts, Mann. Hallo. Scheiß Kamerasicht, Alter. Habe ich da gerade was gesehen?
Stirb sie nicht. Oh, Mädchen, was machst du da? Ich komme da nicht durch. Alter, schlag sie gleich zusammen, was? Das habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Oh ja, geh doch hoch! Babsi vom Dienst, so. Es ist jedes Mal mein verdammtes Ohr. Oder besser gesagt, meine Ohren. Es ist extrem laut. Alter, Lara, hast du wieder dein Gehirn irgendwo wieder zu... irgendwo gelassen. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ich gehe nochmal zurück zum anderen Raum. Vielleicht ist da noch irgendetwas. Fun Fact, ich durfte noch nicht hier runter. Kommt gleich ein Triggergeräusch, hey, oder was? Was ist da oben? Diese Duschgeräusche, Alter. Quick, quick! Da hinten ist eine Plattform, aber die werde ich definitiv nicht erreichen können. Oh, jetzt kommen wieder die scheiß Duschgeräusche. Oh. Wie viele beschissene Fackeln habe ich noch? Toll.
Ich hasse es, wenn man schwitzt und dann dem Moment, wenn die Haare sich denn durch den Schweiß bewegen, denn, dass man in dem Moment denkt, dass da gerade eine Fliege oder sonst irgendwas hingeflogen ist. Kennt ihr das? Wenn alle die Haare an den Beinen haben? Weil viele werden jetzt sagen, ihh. Ja, ich weiß es auch nicht, wie ich weiterkomme. Ich werde jetzt hier den Part beenden und die Aufnahme. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Und dann werde ich mal in die Lösung schauen. Ja, ich werde wirklich in die Lösung schauen. Ich weiß den Moment jetzt nicht mehr weiter. Vielleicht habe ich doch einen kleinen Fehler gemacht. Vielleicht sollte ich doch noch nicht nach unten gehen. Aber wer weiß. Vielleicht habe ich irgendetwas wieder was übersehen. Aber was soll's. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.